Was ist mit meinen Töchtern? Ihre jüngste Tochter wurde mit schweren Blutungen eingeliefert. Wir konnten leider nichts mehr für sie tun. Es tut mir sehr leid, Sie sind beide bei dem Unfall gestorben. Ich wisch die Tränen weg, weil wenn ich sie seh, bin ich der, der am Boden liegt. Wichtige Menschen zu verlieren ist kostbar und es bleibt das ganze Leben. Man will nicht dran denken, soll einfach der Vergangenheit vorbei lenken. Sonst verlierst du dein Leben zu leben und es fängt nur an zu beben. Denk einfach nicht dran, denn sonst bleibt es im Leben wie ein schwerer Brand. Bleib stark, zeig, was du kannst und du siehst, was du kannst. Ich kenn das, hab schon fast verloren und ich habe dran gedacht, so hab ich mich neu geboren. Neu geboren zu einem neuen Mensch. Falls man es nicht schafft, versteh ich es. Denn man ist erschöpft, erschöpft durch die harten Zeiten und die Dinge, die sich im Kopf verbreiten. Bleib stark, dein Leben lang. Zeig, was du kannst und bleibe stark. Bleib stark, dein Leben lang. Zeig, was du kannst und bleibe stark. Bleib stark, dein Leben lang. Zeig, was du kannst und bleibe stark. Sie sind